Wir sind hier im Museum des Nördscher Kreises mit Hermine Wiegele, die uns einen Text vorlesen wird, den sie unmittelbar nach der Ausstellungseröffnung zu Franz Wiegele Begegnungen geschrieben hat. Bitte, Frau Wiegele. In einer Nacht kamen mir Gedanken zur Kunst, die ich heute mit Ihnen teilen möchte. Eine kleine Begegnung mit Bischof Hausens Werk in Klagenfurt hat mir meine verbundenen Augen geöffnet. In einem grafischen Werk setzte der Künstler einen einzigen Punkt aufs Papier. Wie verrückt kamen Gedanken und Emotionen in mir auf. Was traut sich dieser Künstler, um so etwas vorzusetzen? Erst Jahre später hatte ich das Rätsel gelöst. Im Leben entscheiden oft die kleinsten Dinge. Ein Punkt, so klein er ist, so wichtig ist er auch. Mein ganzes Leben schon beschäftigt mich ununterbrochen Gedanken, Gefühle, Blicke, die hinter künstlerischen Arbeiten stecken. Mein Alltag besteht daraus, auf verschiedenste Situationen zu reagieren und diese auch zu bewältigen. Am Abend jeden Tages jedoch wartet auf meinen Wänden etwas Beständiges, etwas Unbezahlbares auf mich. Die Bilder, die fragend, bezeichnen, auffordern, für mich zur Ruhe kommen lassen, bevor die müden Augen sich schließen. So ist jedes Kunstwerk für mich wie ein Buch, das man nicht nur einmal liest, sondern ein Leben lang. Deshalb ist man verpflichtet, die Kunst nicht einzusperren, sondern jeden, der sich daran erfreuen mag, teilhaben zu lassen, damit alle die Möglichkeit haben, die einzelnen Punkte zu einer Kette, die nie geschlossen werden darf, zu verbinden. Das ist man der Kunst, den Künstlerinnen und Künstlern schuldig. Vielen lieben Dank. Bitte.